So ihr Lieben, in diesem Video hier reden wir jetzt über den großen Antagonisten des neuesten Monsterverse-Ablegers Godzilla Kong The New Empire. Der Film, der immer noch die Gemüter spaltet. Der Film, der uns ja den neuen Bösewicht des Monsterverse vorgestellt hat, nämlich den Scar King. Und ja, tatsächlich ist Scar King so ein bisschen Hit and Miss. Ich meine, viele fanden ja schon von Anfang an die Idee ein bisschen blöde, dass wir jetzt wieder einen Affen haben. Denn bereits in Godzilla vs. Kong war ja quasi ein Affe eben der Gegenspieler von Godzilla gewesen und jetzt haben wir einfach nur einen neuen Affen. Dass das Ganze im Endeffekt dann noch ein bisschen mehr Substanz hatte, als wir uns das nach dem allerersten Teaser vorgestellt hatten, das wissen wir jetzt ja inzwischen. Was wir allerdings noch nicht wirklich wissen ist, wer ist Scar King überhaupt? Wo kommt er eigentlich her und warum ist er wirklich so wichtig für das Monsterverse gewesen? Das wurde zwar hier und da im Film so ein bisschen angerissen, einige Sachen allerdings auch nicht. Die müsst ihr wieder aus irgendwelchen Comics oder Romanen zum Film erfahren. Deswegen habe ich mir jetzt hier die Mühe gemacht und euch einfach mal alle Fakten über Scar King zusammengetragen. Und die bequatschen wir jetzt hier eben in diesem Video. Ganz wichtig, bis zum Schluss dranbleiben, denn ganz am Ende des Videos habe ich noch eine sehr nette Theorie für euch parat, die es wirklich in sich hat. Und lasst euch einfach überraschen. In diesem Sinne fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Scar King, der große Narbenkönig, ist der neue große Antagonist im Monsterverse, zumindest gewesen. Wir sollten vielleicht von vornherein klarstellen, dass es hier zu Spoilern kommt. Ich werde es aber auch nochmal in den Titel oben reinpacken. Hier wird es zu Spoilern kommen, was den Film Godzilla Kong The New Empire angeht. Und ja, obwohl Scar King am Ende des Films gestorben ist, müssen wir wirklich sagen, er ist ja mitunter der aktuellste Bösewicht, den wir bisher haben, da der Film ja wirklich ohne ein offenes Ende auskommen musste. Der Film hatte keine Post-Credit-Scene mehr gehabt, bis auf irgendwelche groben Ideen, dass Adam Wingard jetzt ganz gerne Destroyer einbauen würde, wissen wir halt noch gar nichts über irgendwelche Fortsetzungen. Vielleicht fangen wir erst einmal mit einem der simpelsten Fakten an, nämlich mit dem Namen von Scar King selber. Der ist nämlich im offiziellen, niedergeschriebenen Kanon von Monsterverse als einer der zahlreichen Misspelling Creatures gelistet worden. Das sind Kreaturen, die, naja, in bestimmten Zitaten, auch bei einigen Filmmagazinen, bei einigen deutschsprachigen Filmmagazinen, einfach falsch aufgenommen und falsch geschrieben und dadurch eben auch falsch weiterverbreitet wurden. Ich werde jetzt hier keine Namen von irgendwelchen Magazinen nennen, allerdings wurde bereits auch schon niedergeschrieben, dass der Scar King seine Ableitung durch den Narbenkönig hat. Und das ist offiziell falsch. Scar King bedeutet nicht Narbenkönig, denn Scar King wird nicht S-C-A-R, also wie die Narbe auf Englisch geschrieben, sondern das Scar in den Namen wird S-K-A-R geschrieben. Und das ist nicht einfach nur irgendeine simple Abwandlung, die an die Narbe selbst erinnern sollte. Ich meine, ja, Scar King an sich selbst ausgesprochen lässt natürlich auf diesen Narbenkönig schließen. Der wirklich niedergeschriebene Name Scar King allerdings stammt aus dem Schottischen, wo der Begriff Scar, also S-K-A-R, so viel wie wild bedeutet. Das heißt, der Name Scar King in dem Film Godzilla Kong The New Empire bedeutet nicht der Narbenkönig, sondern es heißt so viel wie der wilde König. Scar King selbst wird außerdem, genauso wie eben auch Kong, als Affentitan gelistet. Wir wissen ja, dass Monarch die Titanen in verschiedene Kategorien einstuft, unter anderem eben auch in bestimmte Gefährlichkeitsstufen. Das hatten wir bei Tiamat bereits schon mal besprochen gehabt, wo Tiamat, glaube ich, als Zerstörer einkategoriert gewesen ist. Das sind allerdings die Gefahrenstufen. Ebenfalls werden die Tiere auch noch von Monarch in verschiedenen, naja, ich sag mal, Lebewesen einkategoriert. Und somit gehört zum Beispiel Scar King oder eben auch Kong oder generell Zuko und die ganzen Affen zu den sogenannten Affentitanen. Godzilla und Shimo zum Beispiel zählen zu den Reptilientitanen. Also die sind dann wirklich in verschiedene Kategorien eingelistet. Wahrscheinlich würde dann eben Mothra zu den Insektentitanen zählen. Da habe ich immer noch nicht nachgeschaut gehabt. Zu Mothra kommen wir aber auf jeden Fall auch noch. Da soll es aber jetzt hier erstmal nicht drum gehen. Scar King wurde extra für Legendary, nein, wurde extra von Legendary für den Film Godzilla Kong The New Empire entwickelt, um auch hier wirklich der Antagonist zu sein. Warum muss man das so sehr hervorheben? In meinem letzten Video habe ich mit euch über das Wesen Phosphera gesprochen. Und Phosphera ist ja tatsächlich, grob runtergebrochen, nicht mehr gewesen als einfach ein Platzhalter für Mothra. Was das genau bedeutet, kannst du dir selber mal anschauen. Das Video habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Auf jeden Fall kam aufgrund dessen, dass ich dieses Video veröffentlicht habe, einige Nachrichten auf mich zu, die mir wilde Theorien geäußert haben. Ey, Tobi, wetten, dass Scar King, dass der eigentlich auch nur ein Platzhalter gewesen ist? Wetten, dass wir eigentlich Space Godzilla hätten sehen sollen? Die Nachricht habe ich wirklich dreimal bekommen.
Nein, tatsächlich nicht. Wüsste auch nicht, wie das sein sollte. Hätten wir dann Space Godzilla gehabt, der mit so einer Peitsche auf Shimo reitet, der ja laut Theorien auch hätte Space Godzilla sein sollen. Nein, alles Quatsch. Scar King ist kein Platzhalter. Sowohl Scar King als aber auch Shimo sollten von vornherein eigene, erstellte Titanen von Legendary selber sein, die auch genau die Rolle eingenommen haben, die sie von Anfang an laut dem allerersten Drehbuchentwurf spielen sollten. Scar King selbst wird als unfassbar grausamer und skrupelloser Herrscher in der Hohlerde beschrieben. Und das sehen wir auch wirklich im Film, dass Scar King eigentlich ja keinerlei Bezug zu den anderen Affen hat, quasi zu seinen Untertanen. Das sind für ihn wirklich nur Werkzeuge, auf die er auch verzichten kann. Und das geht relativ schnell. Eine der für mich prägnantesten Szenen am gesamten Film Godzilla Kong The New Empire ist wirklich gewesen, als wir dann sehen, wie Zuko Kong in die Hohlerde runterbringt. Und dann soll Zuko eigentlich von Scar King bestraft werden, aber Zukos Mutter wirft sich dazwischen und möchte eben Scar King besänftigen, dass Zuko eben nicht bestraft wird, und daraufhin kickt Scar King einfach die Mutter von Zuko in diesen Lavastrom rein. Das war eine Szene, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich gern mehr von gesehen. Wenn ihr jetzt Scar King wirklich als Riesen-Antagonisten aufbauen wollt, den jeder hasst, dann brauchen wir mehr von so Szenen. Die war wirklich gut gewesen, aber ihr wisst ja, wie ich zu dem Film stehe. Ich bin ja 6 von 10 Punkte, also das war schon ziemlich cool, aber ich hätte einfach gern mehr davon gesehen. Scar Kings ursprünglicher Plan ist es übrigens gewesen, die Oberfläche zu erobern, also quasi den Bereich, in dem wir Menschen uns befinden. Und wie so häufig hat niemand Geringeres als Godzilla uns damals vor dem großen Untergang bewahrt, denn Godzilla besiegte Scar King tatsächlich und sperrte ihn und eine ganze Gruppe von ihm untergebenen Affen in der Hohlerde unten ein. Eileen Andrews gibt dazu folgendes Zitat im Film zugute: Der Krieg mit den Affen zerstörte Godzilla beinahe, und nach einem großen Kampf sperrte er die Affen in einem feurigen Reich in der Hohlerde ein. Ihr falscher König ist jedoch weiterhin davon besessen, an die Oberfläche zu gelangen. Die Ivi nennen ihn den Scar King. Das war zumindest so ungefähr das Zitat, was im englischen Original wiedergegeben wurde. Ich habe es jetzt eben einfach nur aufs Deutsche übersetzt, weil ich den Film nämlich damals in der Pressevorführung nur auf Englisch sehen konnte. Deswegen bitte steinigt mich nicht wieder, wenn das nicht 1:1 auch so in der deutschen Variante gesagt wurde. Vom Sinn her, sinngemäß, das auf jeden Fall das, was Dr. Eileen in diesem Film über Scar King gesagt hatte. Und ja, jetzt nicht ausflippen, dass ich irgendwie den einen, der den Stern gefressen hat, vergessen habe. Nein, dazu komme ich gleich auch noch. Dieses kurze Zitat übrigens erklärt uns auch mehr oder weniger, warum dieses Feuerreich in der Hohlerde wirklich existiert. Zumindest erklärt es, dass dieses Reich eine Begründung hat. Denn Godzilla hat die Scar Kings oder die gesamte Scar King-Mannschaft aus einem bestimmten Grund dort eingesperrt. Denn dieser Bereich hier, das werden wir erst im offiziellen Roman zum Film feststellen können, weil da wird das Ganze ein bisschen besser beschrieben. Dieser gesamte Bereich, dieser gesamte flammende Feuerbereich, der ist tatsächlich in der Hohlerde eingerichtet worden, um eben Gefangene zu machen. Das Ding ist wirklich ein Gefängnis. Wie dieses Gefängnis funktioniert, kann ich mir allerdings noch nicht so ganz vorstellen. Ich werde mir den Roman auf jeden Fall kaufen, denn dazu muss man wirklich sagen, dass auch der Roman zu Godzilla vs. Kong, der ist wirklich Kanon, auch zum Monsterverse selber, und beschreibt quasi den Film an sich nochmal, eben nur in einer geschriebenen Buchform. Allerdings hat schon dieser Roman sehr viele Hintergrundinformationen rausgehauen, die wir eben im Film nicht gesehen haben. Das heißt, ich denke mal, dass wir auch hier ein bisschen mehr über das Gefängnis selber erfahren werden. Denn unter einem Gefängnis stelle ich mir irgendwie vor einen Ort, wo man nicht zwingend rein oder raus kann, und naja, Kong und Zuko sind einfach reingelaufen und Scar King läuft auch später einfach raus. Deswegen, das verstehe ich noch nicht so ganz, warum dieser Bereich wirklich als Gefängnis dargestellt werden soll, obwohl er ja einfach verlassen werden kann. Das werden wir dann wahrscheinlich aber später noch im Buch erfahren. Möglicherweise war dieses Teil auch einfach mal ein Gefängnis. Ich meine, Godzilla hat ja die Affen da unten schon vor Ionen von Jahren eingeschlossen, als quasi dann der allererste Titanenweltkrieg da unten geherrscht hat. Möglicherweise hat eben Scar King einfach nur mit der Zwischenzeit dann da sein eigenes Königreich aufgebaut und eben die Mauern eingerissen, die jetzt nicht mehr da sind. Das ist aber einfach nur eine Theorie von mir. Ich werde auf jeden Fall noch eine große Review dann auch machen, wenn ich den Roman dann gelesen habe. Und vielleicht wissen wir dann mehr. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es da hier jetzt kein gewisses Fragezeichen hinterlassen würde, sondern wenn wir wirklich erfahren würden, okay, das Teil war früher vielleicht mal durch diese Kristalle abgeriegelt oder irgendwas.
irgendwie so ein Kram. Das werden wir dann spätestens in, glaube ich, einem Monat herausfinden. Im Laufe der folgenden Jahrtausende nach dem Kampf gegen Godzilla plante der Scar King bereits seine Rache an diesem und eben auch an den Menschen an der Oberfläche, beziehungsweise generell an den gesamten Menschen. Dieser Plan wurde dann auch komplementiert durch Shimo, den Urtitan. Und zwar war Scar King dazu in der Lage, den Eistitan mit Hilfe eines Kristallsplitters, den er an seiner Peitsche befestigt hatte, zu kontrollieren. Wie genau diese Kontrolle funktioniert, das erfahren wir leider auch nicht wirklich. Also gerade auch, warum Shimo jetzt wirklich auf diesen Kristall reagiert. Das wird hier und da nur mal so minimal angerissen. Wir haben jetzt aber keine wirkliche Erklärung, warum das so ist. Was wir allerdings erfahren ist, dass dieser Kristall, den Scar King zum Kontrollieren von Shimo benutzt, beim Aktivieren gewaltige Schmerzen in dem Titan auslösen. Das heißt, Shimo wird tatsächlich durch Qualen und durch Schmerzen kontrolliert und quasi wie ein Sklave gehalten. Was genau genommen schon eigentlich ziemlich krass ist, wenn wir uns überlegen, dass hier wirklich geschrieben ist, dass Shimo schon seit Jahrtausenden unter der Kontrolle von Scar King ist und naja, Scar King eben diese Kontrolle durch reine Schmerzen, durch reine Qualen in ihm hervorrufen kann. Das heißt im Endeffekt, Shimo würde also über Jahrtausende hinweg gefoltert. Ist schon ziemlich krass und das macht das Ende jetzt wieder nicht besser, dass Shimo am Ende einfach dann mit Kong zusammenarbeitet. Shimo müsste eigentlich ein ultra krasses Missvertrauen gegenüber allen anderen Titanen haben, gerade wenn die so aussehen wie Affen. Aber gut, vielleicht bekommen wir dann im nächsten Film ein bisschen mehr drüber zu sehen. Vielleicht ist dann auch Shimo gar nicht mehr bei Kong und naja, sie macht dann eben wirklich ihr eigenes Ding, weil sie vielleicht den ganzen Titanen nicht mehr vertrauen kann. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Als Kong im Jahr 2027 das feurige Hollow-Earth-Königreich von Scar King entdeckte, da konnte Scar King nach einem Kampf mit Kong dessen Axt eben stehlen. Und mit dieser Axt konnte Scar King dann später die Barriere zu denen in der Hollow-Earth lebenden den Menschen auch durchqueren und dann daraufhin an die Oberfläche gelangen, denn in der Hollow Earth unten drin, gerade eben in dieser Barriere von den Menschen, sind eben einige Portale gewesen, die dazu geführt haben, dass Scar King und auch Shimo dann letztendlich wirklich in Rio de Janeiro an die Oberfläche der Erde kommen konnten. Mit Hilfe von Godzilla, Mothra und zu guter Letzt eben auch Zuko konnte Scar King dann jedoch auch gestoppt werden. Der Kristallsplitter konnte zerstört werden und Shimo konnte von ihren jahrtausendelangen Qualen befreit werden. Woraufhin sich dann die gute alte, in die Jahre gekommene Kaiju-Dame erstmal an Scar King rächen musste. Sie hat ihm quasi einen Eisstrahl in den Nacken geschossen, bis Scar King eben bis auf die Augen komplett erstarrt war. Auch eine ziemlich krasse Szene eigentlich, dass man eben noch sieht, wie Scar King noch alles wahrnehmen kann, was jetzt passiert. Und kurz darauf wird dann Scar King von Kong quasi in Teile gestoßen. Der eingefrorene Körper von Scar King zerbricht daraufhin und naja, der Titan ist eben tot. Das heißt wirklich, alle haben ihren Beitrag dazu geleistet, den Titan zu vernichten. Godzilla hat Scar King die Peitsche abgenommen, Zuko hat kurz daraufhin den Splitter zerstört, Shimo hat daraufhin Scar King eingefroren und Kong hat ihm dann den Gnadenstoß gegeben. Ach, und Mothra ist halt im Hintergrund rumgeflogen und hat die ganze Zeit gemacht. Ich kann Kaiju nicht imitieren. Ja, aber kleiner Spaß am Rande. Mothra hat auch irgendwas Wichtiges gemacht. Irgendwas hat sie auf jeden Fall Wichtiges gemacht. Und naja, das war dann eben das Ende von Scar King selbst gewesen. Was vielleicht noch ein netter Nebenfakt ist, den vielleicht die älteren Herrschaften unter euch noch zu würdigen wissen, ist, dass Scar King tatsächlich vom Charakter her eine Inspiration hatte. Nämlich wurde der wilde König vom schurkischen Eisenbahnschaffner Shaq aus dem Film Der Kaiser des Nordpols aus dem Jahr 1973 inspiriert. Ich habe euch hier mal Bilder von dem Film eingeblendet. Ich kannte ihn zumindest nicht und kenne ihn immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist das ein ganz netter Side-Fact. Und vielleicht inspiriert das ja auch den ein oder anderen von euch, sich jetzt auch vielleicht mal einen alten Film aus den 70ern anzuschauen, um eben zu gucken, wo kam eigentlich die Idee von Scar King her? Das Design von Scar King ist ebenfalls, finde ich zumindest, relativ cool gewählt. Und viele haben sich ja darüber beschwert, dass der viel zu dünn ist und viel zu klein ist. Und ich weiß nicht, was ihr mal für Vorstellungen habt, so nach dem Motto, naja, um stark zu sein, da muss man ja auch auf Anabolika sein und da muss man ja... Ich fand an Scar King eigentlich gerade das cool, dass er eben nicht diese extrem krass physische Aura hat. Ich meine, auch der Joker ist irgendwie der coolste Gegner bei Batman und der hat jetzt in der Regel auch keinen überdimensional krassen Bizeps. Da muss ich schon wirklich sagen, da fand ich Scar King von vornherein schon sehr interessant. Und nein, Scar King wurde natürlich nicht der Joker des Monsterverse, ganz im Gegenteil, er war einfach nur da, um irgendwie kurz böse zu sein. Allerdings finde ich das Design doch wirklich sehr cool. Gerade eben dieses Gemisch von verschiedenen Affenarten.
Denn das Aussehen von Scar King, das ähnelt ein wenig dem von Kong, logischerweise sind ja auch beide dieselben Spezies. Aber mit den Proportionen, die denen eines Schimpansen ähneln, also zumindest so vom Körperlichen her, plus aber noch das rote Fell eines Orang-Utan, das wurde hier eben alles so zusammengemischt. Dann eben noch die komplett weißen Augen, wo ich ja wirklich eine Zeit lang dachte, ist der blind? Also sieht er vielleicht einfach gar nichts, aber so war es dann eben auch nicht gewesen. Und auch die Peitsche, Mann, was wurde die Peitsche am Anfang verteufelt? Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das alles nicht so seht wie ich, ist das vollkommen cool. Aber ich fand die Peitsche doch auch eine ziemlich geile Waffe, denn die wurde auch ziemlich krass eingesetzt, wenn sie halt dann auch wirklich mal Zeit bekommen hat, eingesetzt zu werden. Denn im Großteil des Films, und da muss man leider auch wieder sagen, da ist sehr viel Potenzial verschenkt worden. Großteil des Films war die Peitsche eigentlich nur dafür da, dass Scar King so macht. Ohne Scheiß, das war so, als hätte der versucht, mit so einer Amazon Fire Stick Fernbedienung irgendwie Empfang zu bekommen. So, das sah echt sehr, sehr wild aus. War eben einfach nicht das, was ich gerne gesehen hätte. Aber wenn die Peitsche mal zum Einsatz gekommen ist, dann war das wirklich krass gewesen. Von den Charakterzügen ist auch offiziell niedergeschrieben, dass Scar King im Laufe der Gefangenschaften, also im Laufe der letzten Jahrhunderte, sich jegliche Empathie abgewöhnt hat. Scar King ist also nicht mehr in der Lage, wirklich Empathie für andere Lebewesen zu entwickeln. Und wenn ihr auch dazu noch mal ganz kurz meine Meinung wissen wollt, dann kommt die jetzt auch. Das bedeutet dann aber scheinbar, dass Scar King, wenn es heißt, er ist nach einer so langen Zeit in der Gefangenschaft nicht mehr in der Lage, Empathie zu entwickeln, dann konnte er das allerdings mal. Das heißt, Scar King konnte etwas empfinden wie Liebe oder Zuneigung und das finde ich sehr interessant. Warum erfahren wir sowas nicht? Warum wird uns dieser Bösewicht jetzt über einen Text, der im Nachhinein veröffentlicht wird, einfach runtergemacht? Warum sehen wir nicht, warum Scar King die Menschen an der Oberfläche beherrschen wollte? Gibt der Figur doch einfach einen Grund dazu, dass wir als Zuschauer sagen können, okay, jetzt verstehe ich es irgendwo. Es muss ja nicht mal irgendetwas Tiefgründiges sein. Wenn wir aber einfach mal Thanos nehmen aus dem MCU, jetzt kommt hier ein MCU-Lob von mir. Ein Thanos, der eben einfach der Meinung war, er müsste die Hälfte allen Lebens auf der Welt vernichten, weil er selbst mal beobachten konnte, wie auf seinem eigenen Planeten genau das funktioniert hat. Quasi, dass die Hälfte aller Bewohner auf seinem Planeten ausgelöscht wurden, von ihm selbst glaube ich sogar auch noch. Und seitdem gab es eben keine Nahrungsknappheit mehr, keine Wasserknappheit mehr, seitdem leben sie alle ein wunderschönes Leben. Man denkt sich zwar immer noch so, das kann nicht die Lösung sein, das kann auch niemals so funktionieren, wie du dir das Ganze vorstellst, aber du verstehst wenigstens, warum diese Figur das macht, was sie macht. Wieso haben wir das von Scar King nie erfahren? Und jetzt erfahren wir, dass es wirklich eine Idee hinter Scar King gegeben hat. Der hat eine Charakterentwicklung durchgemacht, die uns aber verheimlicht wurde. Also Scar King konnte scheinbar mal Empathie empfinden und kann es aber eben jetzt einfach nicht mehr. Aus diesem Grund konnte er auch einfach so, ohne wirklich mit der Wimper zu zucken, Zukos Mutter in die Lava reinstoßen und sie damit eben töten. Irgendwann in der Antike versuchte der Herrscher der Menschenaffen, also eben der Scar King, der wilde König, die Oberflächenwelt zu erobern. Sein unbändiger Drang nach Herrschaft brachte ihn und seinesgleichen in Konflikt mit, jetzt kommt das Zitat aus dem Film, in Konflikt mit das Monster, das einen Stern aß. In Klammern Godzilla, so ist das Ganze zumindest jetzt hier niedergeschrieben. Godzilla ist wohl damit gemeint, mit das Monster, das einen Stern aß. Nachdem die in einen Konflikt geraten sind, der hier auch nicht näher beschrieben ist, was für ein Konflikt das gewesen ist, zogen die Menschenaffen in einen Krieg gegen den Titan, also eben gegen Godzilla selbst. Scar King und seine Armee hatten Godzilla in diesem Kampf sogar beinahe das Leben gekostet, doch Godzilla schaffte es dann kurz darauf eben die Affen in der Hohlerde unten zu bannen und einzusperren. Jetzt habe ich hier genau bei dem Punkt ein paar Fragen. Und ich weiß, das soll jetzt auch wirklich ein Faktenvideo sein und ich kann euch aber auch nur die Fakten vortragen, die wir eben wirklich gegeben haben. Ich will aber trotz allem auch immer mal wieder auf das eingehen, was dann für mich keinen Sinn ergibt. Denn immer wieder habt ihr da draußen sehr gute Ideen, wie man das Ganze vielleicht erklären kann. Oder vielleicht wisst ihr auch, was damit jetzt wirklich gemeint ist. Wenn wir jetzt hier lesen, dass Scar King und eben seine gesamte Affenarmee gegen Godzilla gekämpft hat, heißt das dann, dass wir in der Hohlerde wirklich nur einen Godzilla hatten? Denn hier ist wirklich beschrieben, dass dieser Krieg die Affen von Scar King gegen diesen einen Godzilla gewesen sind und eben nicht eine Armee von Godzillas gegen eine Armee von Kongs. Ob es sich hierbei um einen anderen Krieg handelt, wird hier nämlich einfach nicht beschrieben. Also wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich der Konflikt ist, der uns ebenfalls in Godzilla vs. Kong gezeigt wurde, oder ob das vielleicht ein Konflikt ist, der danach erst passiert ist. Oder hat dieser Konflikt vielleicht zu dem großen Titanenkrieg erst geführt? Das ist sau interessant, Mann. Monsterverse, da muss was kommen. Ohne Scheiß. Einfach eine Vorgeschichte, ein schönes Prequel. Er
erzählt uns diese Geschichte, erzählt uns die Vorgeschichte von Scar King, wie er vielleicht sogar noch einigermaßen bei Verstand gewesen ist und dann nach und nach aber die Kontrolle über seinen eigenen Machtwahn verloren hat. Daraufhin ist er dann eben mit Godzilla aneinander geraten und hat dann in der Hohlerde diesen Krieg Affen gegen Godzillas angefeuert. Erzählt uns das doch einfach mal. So wie es auf jeden Fall jetzt aktuell hier dargestellt wird, ist dieser Kampf damals wirklich nur gewesen, die gesamten Affen mit Scar King gegen einen Godzilla, und der ist dabei eben dann fast umgekommen. Ebenfalls wird auch nicht genau beschrieben, wie Godzilla jetzt den Scar King dann unten in der Hohlerde eingesperrt hat. Das ist auch noch so eine Sache, die irgendwie offen ist. Mann, wir brauchen so ein Prequel jetzt. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der Nummer mit dem Monster, der einen Stern aß. Das Monster, das einen Stern aß. Und hier ist jetzt wirklich geschrieben, das ist Godzilla. Meine Frage ist allerdings, kann das wirklich sein oder sprechen wir hier vielleicht von einem anderen Godzilla? Und ey, ich weiß, diese ganze Space-Godzilla-Theorie, ihr könnt es nicht mehr hören, obwohl viele von euch auch Spaß daran haben. Und ich meine, ja, wenn Marvel bei jedem Trailer, der neu rauskommt, eine Mephisto-Theorie aufstellen kann, dann können wir dasselbe auch mit Space-Godzilla machen. Denn die Frage hierbei ist, dass wenn sich Scar King und Godzilla schon kennen, hätte dann nicht Scar Kings Reaktion auf das Wiedersehen mit Godzilla ein bisschen anders aussehen müssen? Beziehungsweise hätten wir dann nicht einfach irgendeine Reaktion von Scar King sehen müssen? Was ist also, wenn gar nicht unser Godzilla derjenige gewesen ist, um den es hierbei geht, sondern vielleicht ein anderer Godzilla, der auch dann dafür verantwortlich gewesen ist, dass da irgendwelche Kristalle in der Hohlerde unten, naja, verfrachtet wurden aus irgendwelchen Gründen. Das ist einfach nur meine kleine Theorie zu den Fakten, die wir jetzt eben über Scar King haben. Der Grund übrigens auch, warum Scar Kings großes Ziel in Godzilla Kong the New Empire gewesen ist, mit Shimo an der Oberfläche eine weitere Eiszeit zu erschaffen, ist ganz einfach der gewesen, dass Scar King nach wie vor die Menschheit ausrotten wollte. Das ist ein relativ simpler Plan, aber das war es im Endeffekt auch dann gewesen. Und mit Shimos Hilfe wäre das logischerweise am schnellsten gegangen. Das sind jetzt alle Fakten und auch Theorien, die es bis jetzt zu Scar King gibt. Und ihr merkt schon, dass in diesem Infovideo jetzt wirklich auch immer noch sehr viele Fragezeichen mit einhergehen tatsächlich. Und ich frage mich wirklich, ob man das in der Vergangenheit nochmal ein bisschen auflöst. Wir haben noch so viele Sachen, die einen eigenen Film ergeben könnten. Wo kommt Shimo eigentlich her? Wie wurde Ghidorah im Stehen eingefroren? Und was hat es mit diesem Krieg in der Hohlerde auf sich? Ich würde das alles noch so gerne wissen. Wie gesagt, der offizielle Roman zum Film, der kommt jetzt auch bald raus. Ich werde hier gerade mal einblenden, wann genau das sein wird. Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen und dann auch für euch durchlesen. Und dann quatschen wir mal hier drüber auf dem Kanal, ob es dann da vielleicht irgendwelche Antworten zu der einen oder anderen Frage gibt. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu Scar King? Wie fandest du die Figur im Film? Hättest du dir auch ein bisschen mehr gewünscht? Was sagst du zum Design? Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich bin Mostra. Ich mach nichts.